Peace, meine Freunde. Wir sind back im Business. Das heißt, neuer Kanal. Erstens, weil der alte, ja, ich sag mal, wir waren früher noch ein bisschen so anfangsmäßig unterwegs, ne? Es ist nicht so gut gelaufen halt und was will man machen, ne? Aber anderes Thema. Heute geht's um den Alajami Gold. Was für eine Sorte ist es? Sex on the Beach. Was genau? Eis on the Beach. Um genau zu sein. Genau, Eis on the Beach. Jo, mir hat schon ein bisschen für euch angeraucht. Die Dose kostet 200 Gramm, 16 Euro irgendwas. Schlag mich tot, ich weiß jetzt nicht genau. Irgendwas mit 16 Euro. Ist schon etwas edlerer Tabak. Ja. Gibt's auch schon ein bisschen länger, den Tabak. Ja, zu der UVP braucht man nichts zu sagen, das ist Standard, ne? So wie heutzutage die, die Standard-UVPs von Start Now oder sonst wo. Ja, zum Geruch. Was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass er in so einem Zipper geliefert wird, das heißt luftdicht verschlossen. Tabak bleibt frisch. Genau. Ja, also zum Geruch, Multifrucht. Mit einem Touch Eis. Ja, definitiv. Schnitt ist, Mitte. Also perfekt für Phoenix oder Pfanne, sag ich mal, zum Bauen. Ist eigentlich perfekt. Ja, also auf jeden Fall Multifrucht, mein Geruchssinn reicht nicht dafür aus, um da jetzt was Genaues rauszuriechen. Genau, also es ist halt Ananas und sonstiges dabei. Ne? Riecht vielleicht ein bisschen was Zitrusmäßiges, aber das war's auch schon. So mehr nicht. Ja. So, kommen wir mal zum Rauchen, zum Geschmack. Tut er sehr gut, gravitiv. Feld deutscher Tabak. Auf jeden Fall kann man sich nur kaufen, ne? Was mich bei dem Tabak beim Anrauchen stört, er hat so was Drückendes im Hals. Das ist aber nur die ersten, sagen wir mal, 5 Minuten. Dann ist das weg. Das ist das Einzige, was mich jetzt an dem Tabak erstmal stört. Ja, also dann gebe ich meinem Kollegen recht, weil beim Anrauchen, ja, hat er sowas ganz leicht Drückendes, aber es geht direkt eigentlich weg, ne? Und dann kommt auch direkt der volle Geschmack eigentlich durch, ne? Von dem Tabak. Riecht und schmeckt eigentlich 1:1, ne? Er hat was extrem Süßes und hat im Hintergrund diese Eisnote, was aber eher noch so in Richtung Pfefferminze geht. Leicht, aber das, ja, ansonsten extrem fruchtig. Extrem fruchtig. Und rauchen tut er, wie man sieht, ohne Ende. Ja. Das ist Wahnsinn. Also für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall vollkommen klar. Da kann man jetzt nichts falsch machen. Wenn ihr den mal probieren wollt, in Salouille kann man den kaufen zum Beispiel. Oder sonst auch wo im Dashisha. Shisha-Net und Schlag mich tot, was weiß ich, was für Sorten es alles, was für Seiten es alles gibt, ne? Ja, auf jeden Fall geht der Tabak voll klar. Von mir kriegt er klare Kaufempfehlung. Mehr brauche ich zu meiner Seite jetzt nicht mehr zu sagen. Ein Punktesystem. Jo. Ich sag mal, ich gebe dem Tabak, ich sag mal so 8 von 10 Punkten. 8 von 10 ist in Ordnung für den. Ich sag mal, meines Erachtens 7 von 10 Punkten ist vollkommen in Ordnung, beziehungsweise 8. Ja. Aber ich gebe jetzt 7, weil ich sag mal, beim Anrauchen halt, ich sag mal, stört ein bisschen. Ne? Das kann man als Minuspunkt sehen auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten kann man den Tabak
ordentlich rauchen. Was mir bei dem Tabak halt noch fehlt, ist dieser besondere Kick. Dieses richtig krass Fruchtige, das fehlt noch ein bisschen. Er ist, halt, er ist zwar fruchtig, aber nicht so richtig krass. Das fehlt noch ein bisschen. Ja, also was man schmeckt, ist halt so am Anfang ein bisschen süßlich von der Ananas, finde ich jetzt persönlich. Im Abgang so, ja, kokosmäßig, bisschen, ja. Ne? Kokos. Und so ein leichter Touch von, ich sag mal, kühler Note. Ja, man kann aber echt nicht viel genau definieren, das ist schwer. Ja, also wenn das Video gefällt oder so, ist jetzt halt nochmal unser erstes Video, weil wir haben ja einen neuen Kanal und ich hoffe, es geht jetzt bergauf. Und wir sehen uns, Leute. Haut rein. Haut da rein. Ciao.